Leute, willkommen zu den Top 10 Moments auf Smash Bros. Von Marc und mir. Ja. Wir haben uns aus ein paar kurze Clips zusammengesucht, ein paar Wiederholungen, von denen wir glauben, dass sie es würdig sind, angeschaut zu werden. Wir starten diese Top 10 Liste. Schauen wir mal, wie wir das Ganze ordnen. Also Leute, ich erkläre immer am Anfang kurz, oder er erklärt, je nachdem wessen Match es ist, was denn genau abgeht. Also, hier spiele ich gegen eine Samus und ich bin richtig hart am Verlieren. Bis dann zu diesem einen Punkt kommt, ja, den man so ein bisschen Hype nennen kann. Und jetzt, dieser befriedigende Moment! Dann habe ich einen vollen Respekt vor diesem Charakter und vor diesem Spiel. Jetzt kommt's! BOOM! Man merkt schon, dass die extremste Probleme gegen... Das war schon geil. Das war etwas unbedingt. Der Backer war auch geil. Ich muss sagen, aber so sehr wie das andere preisen, irgendwie mag ich dieses erste Match gegen die beiden auch schon. Okay Leute, wir haben ein Spiel der Elemente, als ich einmal mit Lucas unterwegs war, im Online-Modus, und gegen einen Hero angetreten bin. Und Feuer gegen Eis heißt das Thema hier. Kann das zweimal zu passieren oder zweimal? Ein Biki. Oh. Passiert das sogar nochmal? Ich absorbiere sein Feuer, schieße es auf ihn zurück, kontere ihm nochmal mit etwas Eis, versuche Elektrizität mit reinzubringen, Wind sehen wir auch ein bisschen und mit Psycho bewenden wir das Ganze. Psychopath. Ich bevorzuge den Ganondorf-Style und knüppel volle Kanne drauf. Und das war's! Einfach so, piu! Was war denn das? Und damit, Leute, sind wir beim, glaube ich, bisher besten Clip von Marc angelangt. Ja, wir haben hier nämlich eine sehr seltsame Begebenheit, als ich mal mit Sonic online gespielt habe. Aber die Natur kann manchmal sehr, sehr lustig aussehen, und wenn ein Igel einen Falken in der Luft abschießt, dann... Ja, also zur Info, was passiert ist, wir machen es kurz und knackig. Genau so kurz und knackig. Das war eine Schönheit eines Garden Spikes. Hoppla. Aber dass du das noch überlebt hast, ist ja andere Sache. Ah, ja, Leute, wir wären bei Platz 3, die Top 3 Momente angelangt. Vor Wileys Schloss fliegen die Pinguine. Wir haben mal so Spaß in den DDD-Doppel gespielt. Und es haben sich einige interessante Momente daraus ergeben. Ja, man kann eine Szene. Man glaubt gar nicht, wie viel Gewalt so ein Pinguin-Flug passiert. Bye, have a great time. Ja, so schöner SD zu Beginn des Matches. Das macht alles ein bisschen interessanter. Es gibt auch nichts Schöneres als den Tag mit einem SD zu beginnen. Ja, Boobam, fuck! Beide, das war überhaupt nicht witzig, das war meine... Ja, und du? Werfen? Und er sagt nur so, ja, Vorsicht, nicht selber reinspringen. Und ich so, nee, so macht man das. Okay, so, und wie hast du das gesagt? Aber nicht selber reinspringen. Nee. Ich war da wirklich besorgt, dass ich das Tier so gedacht habe, hoppla, hoppla, das könnte gefährlich werden da. Und nun, der ungeschlagene Platz 1. Der Most Hype Moment meines Kanals. Also ich glaube, das war wirklich einer der besten Momente aller Zeiten. Und jetzt kommt! Boom! Help! Was für ein Six-Stop, Leute!
Das war der schönste aller Momente, glaube ich, da sind wir uns beide einig. Dieses Teamwork, diese Zufälle und diese Kombination. Ja, ich glaube, da war das Glück wirklich mehr auf unserer Seite als Aber trotzdem, das war einfach geil.